Ja, willkommen zurück zu Naruto. So, weiter geht's. Wir haben ja Kapitel 4 eben abgeschlossen, haben unser Team nun also komplett beisammen und machen uns nun auf die Jagd nach Itachi, den Sasuke ja umbringen will, um sich dafür zu rächen, dass Itachi in, ja, Sasukes frühester Kindheit, ja, seine ganze Familie, den ganzen Clan ausgerottet hat. Also eigentlich ein Motiv, was man verstehen, was man nachvollziehen kann. Und dass man da ein bisschen pisst ist, ist ja auch irgendwo natürlich. Natürlich. Ja, nicht mehr lange. Und wir werden Itachi gegenüberstehen. Aber auch wir werden natürlich uns auf die Suche begeben. Wenn er hier in der Nähe ist, dann finden wir ihn auch. Ja, das sehe ich jetzt gerade erst. Das ist ja Itachi diesmal da im Loadscreen. Sonst war es ja immer Sasuke oder Naruto. Welch düsterer Wald. Hisoshiburi da na. Dara da. Ore da. Oh. Sasuke. Na, guck einer an. Sasuke erkennt die Stimme seines eigenen Bruders, nicht? Tja. Was ich ja auch interessant finde, ist, dass Itachi permanent mit dem Sharingan, also dem aktiven Sharingan, rumläuft. Er schaltet es ja eigentlich nie aus, was ja laut Kakashi extrem kraftraubend ist. Er aktiviert es eigentlich immer, er verändert es ja eigentlich nur immer. Aber das normale Sharingan ist bei ihm ja eigentlich permanent aktiv. Diese Kraft besitzt ja nicht mal Sasuke, der muss es ja auch ständig wieder aktivieren. Der geht ja immer wieder zu seiner Ursprungsform, seiner Augen zurück. Was ja eigentlich darauf schließen lässt, dass Itachi noch einen ganz schönen Vorsprung in Sachen Kraft hat. Ja, wie ich eben sagte, Itachi hat ja den kompletten Clan abgeschlachtet. Vielleicht wissen ja einige schon, warum er das getan hat. Aus welchen Gründen? Da bitte ich aber nicht zu spoilern, da einige das vielleicht noch nicht sind, wissen, noch nicht weit genug sind in der Serie und daher möchte ich Ihnen die Überraschung nicht nehmen. Wäre cool, wenn ihr das auch nicht macht. あの夜の出来事は幼かった俺には幻にしか思えなかった。ひどい現実の中にいるのだと、そう思いたかった。だが、あれは紛れもない現実だった。今の俺は昔の俺とは違う。あんたを消す、その力が俺にはある。 Ja, dann schauen wir doch mal, ob Sasuke wirklich so stark ist und Itachi gewachsen ist.
Denn dem scheint ja diese Ansprache relativ egal gewesen zu sein. Um nicht zu sagen, belustigend für ihn. Er fühlt sich ja scheinbar immer noch ihm Sasuke deutlich überlegen. Dann schauen wir doch mal, ob die auch wirklich so ist. Oh shit. Das war doof. Aua. Meine Fresse, ist der Typ schnell. Oh, nicht aufgepasst. Shit, ich hab doch geblockt. Ah. Jetzt ist er fleißig am Blocken. Und ich kann nicht parieren. Okay, ich habe eben mir, vielleicht hätte ich mir mal die Kampfbedingungen durchlesen sollen. Denn mein Ultimate Jutsu scheint nicht verfügbar zu sein. Ich habe nur das Jutsu des Feuerverstecks. Alter, hör auf mir nachzulaufen. Also werde ich wohl damit kämpfen müssen. Und mit Kombos. Mal schauen, ob ich eine Kombo durchdrücken kann. Nein, schon wieder nicht. Oh oh. Oh wei, oh wei, oh wei. Endlich mal, eine Kombo ging durch. Mal kein Hin- und Her-Geswitche. Okay, treff. Treff doch. Verdammt. Aua. Oh, verdammte Axt. Wo kam der denn her? Oh, 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 oh. Das kann jetzt... Oh, ich wollte schon sagen, das hätte jetzt ganz böse enden können. Hätte er die Kombo durchgebracht, dann wäre ich vielleicht sogar hinüber gewesen. Huhuhu. Ja, aber das ging ja gerade nochmal gut. Ja. Sasuke hat es gerade schon einmal gesagt. Die Reaktion dieses Wesens. Irgendwas stimmt nicht mit Itachi. Irgendwas war in diesem Kampf nicht richtig. Schauen wir mal, was er damit meint. Schließlich war es sein Bruder, gegen den wir da gerade gekämpft haben. Aber das Sharingan durchschaut ja nun mal alles. Das war also lediglich ein Schattendoppelgänger. Sasuke! Aber den haben wir ja schon mal gehört in den Arsch getreten. カリンがサスケのチャクラと大きいチャクラがぶつかってるって言い出してね。気になって来てみたんだよ。サスケ、一体何があった？俺について来い。行くぞ。内派の味と。そこで全ての決着をつける。Ja, dann hoffen wir mal, dass Sasuke das auch kann. Chapter 5. Brothers. Ja, Brüder, das trifft für dieses Kapitel eigentlich wirklich ziemlich gut, muss ich sagen. Denn in diesem Kapitel geht es wirklich lediglich um Sasuke und Itachi und das auf eine ziemlich geile Art und Weise. Daher trifft sich das gut. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Uchiha Hideout. Zum Geheimversteck der Uchihas. Na? Zuite kita wa ii monono. Uchiha no ajito tte doko ni aru no sa?
じっと見つめて、そこに何かあるの？かい。Also ist auch dort wieder mal eine Geheimpassage. Schön, schön. Ach ja, ich sollte vielleicht mal gucken. Ja, genau. Sasuke sollte ich vielleicht vor dem nächsten Kampf erstmal heilen. Denn sonst fällt der Gute mir gleich aus den Latschen. Wenn es zum nächsten Aufeinandertreffen kommt. Schön, ein Save Point, den benutze ich auch direkt mal. Yep, ich würde gerne den Speicherstand überschreiben. No. Weiter geht's. Ja, jemand kommt. Schauen wir mal, wer. Na, wen haben wir denn da? Kisame. ここからはサスケ君一人で行ってください。イタチさんからの命令でしてね。他の方々はここで待っていてもらいましょうか。いいだろう。招待で動いていたのはもともと1対1に邪魔が入らないようにするためだった。お前たちはここで待っている。さて、星がききさめ、そして大東サメ肌か。ほう、なぜそれを。忘れたか、ホウズキ満月の弟、ホウズキ水月だよ。Jetzt habe ich nämlich mal eine Frage. Der redet hier von Mangetsu Hozuki. Wer war das noch? Muss man den kennen? Wo, wann ist der aufgetaucht? In welcher Folge? War das in den alten Naruto-Folgen, wo er noch ein Kind ist? War das in den neuen Shippuden-Folgen? Ich kann mich absolut nicht an diesen Namen erinnern. Wer war Mangetsu Hozuki? Oh, Suige.少し削ってあげましょう。ああ、お仲間も参加されるようならどうぞご自由に。うずうずして仕方ないよ。さっさと始めようか、キサメ先輩。Gut. Ja, das könnte man schon fast als freundschaftlichen Kampf bezeichnen. Natürlich ist es kein freundschaftlicher Kampf, denn beide geben Vollgas. Und ich glaube, es würde auch keinen der beiden Seiten irgendwie kümmern, wenn der andere draufgehen würde. Von daher ist es in diesem Kampf schon nicht so schlecht aufzupassen, was man tut. Und Kisame ist ja nun mal, weiß Gott, kein Anfänger. Shit, ich habe gerade meinen Chakra in den Wind geschossen. Und schon wieder. Zweimal hintereinander nun schon. Oh Mann, oh Mann. Sauber, gut, dass diese Kombo wenigstens jetzt mal durchgedrückt wurde. So, hoffentlich erwische ich ihn. Jawoll! Sehr schön. Jungs, da knallt's erstmal. Oh, 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 oh. Glück gehabt. Okay, das sollte es gewesen sein. Nein, das war es also noch nicht. Aber mit einem Tritt vors Schienbein endet dieser Kampf. Ja, das war ja auch nicht schlecht. Na, wie kann das denn angehen, dass tatsächlich wir gewonnen haben? Kisame müsste normalerweise aus jedem einzelnen von denen, ich weiß nicht, Fischfutter machen. Normalerweise ist Kisame ja mit einer der stärksten Akatsuki-Mitglieder, die es überhaupt gibt. Oh, das ist ja so, wie ich es gedacht habe.
Ihr steht da noch genauso wie vor dem Kampf. Anta no motsu Daito Samehara, kono boku ga morai ukeru. Watashi no Samehara o ne. Jannen desu ga, sore ni wa mada chikara busoku desu. Nanda to? Watashi wa mada mada honki o dashite imasen kara ne. Hee, dattara honki dashite morao janai. そうしてあげたいのは山々ですが、あいにく上からの命令で止められていましてね。上だと？ええ、いずれあなたたちにも教えてあげないといけませんね。どういうことだ？Ja, was steckt wohl dahinter? Warum soll Kisame diese, ja, Kids verschonen? 待っていろ。うちゃいたち。Warum durfte Kisame wohl nicht mit aller Kraft kämpfen, um dem Ganzen einfach ein Ende zu setzen? Stattdessen sollen sie am Leben bleiben. Schauen wir mal, was daraus wird. Gut, gut. So. Mir war eigentlich so, als hätte ich eben schon eine kurze Pause gemacht, aber mein Timer sagt mir, es sind schon wieder 16 Minuten vergangen. Daher, ja, mache ich nochmal kurz einen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder.